Hola, señores. Willkommen bei der nächsten Ausgabe von Angelgeil TV. Viel Spaß. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Okay, Freunde der Sonne, folgendermaßen schaut's aus. Wir sind heute hier in einem Forellenpuff in Geiselwind. Es ist wohl einigermaßen Fischbestand da, also man sieht immer wieder was rupfen. Also ich bin zuversichtlich, dass wir was fangen. Ich probiere es jetzt am Anfang mal mit einem Blinker, ganz klassisch, um erstmal abzuchecken, wie sie generell so drauf sind. Notfalls, wenn nichts beißen sollte, haben wir noch Plan B. Dann wird eine Spirulino-Montage mit Forellenteig montiert. Was idiotensicher ist, machen wir uns nichts vor. Also jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir so schon ein bisschen Erfolg haben. Das Ziel ist es, ja, zwei, drei leckere Fische zum Abendessen zu fangen. Alles klar, ihr seid dabei, viel Spaß, bis dann. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erst mal an. Okay, ich habe einen hüpfen sehen vom Feinsten. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und schauen, was passiert. Und wenn wir jetzt in der nächsten halben Stunde nicht aus dem Band haben, dann müssen wir umrüsten. Aber ich bin zuversichtlichst, dass was geht. Viel Spaß dabei. Das fängt ja schon wieder klasse an. Also ich habe nach relativ kurzer Zeit festgestellt, dass dieser Blinker entweder zu groß ist oder überhaupt nicht ankommt. Jetzt habe ich den Erfolgsköder vom letzten Mal wieder mit draufgezogen. Schauen wir einfach mal, ob wir da ein bisschen Resonanz bekommen. Ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass wir doch über kurz oder lang auf Spirulino umstellen. Also bis jetzt noch keinerlei Fischkontakt gehabt in irgendeiner Form. Das wäre natürlich zu krass, wenn sie jetzt derbe zickig wären. Das ist gesehen, Leute, also es scheinen hier echt Fische drin zu sein. Leck mich am Arsch. Was ist mit dem los? Also ich bin jetzt 10, 15 Minuten da. Ich habe das versucht mit Wobblern und Blinkern. Ich hatte null Resonanz drauf. Ich sehe aber überall Fische. Also können wir ziemlich sicher sein, dass die unsere Köder nicht leiden können. Aus dem Grund steige ich jetzt schon auf Spirulina um. Warum Zeit verlieren? So, wir haben jetzt neues Equipment uns aufgetackelt sozusagen. Wir haben hier eine knapp 4 Meter lange Forellenrute mit einer Spirulino-Montage. Das ist jetzt ein langsam sinkender 6 Gramm. Danach habe ich so einen Stopper hingemacht, noch eine Perle zusätzlich, dass dieser Knoten ein bisschen geschützt ist sozusagen. Ein relativ langes Vorfach, ich sage jetzt mal zwischen 1,20 Meter und 1,40 Meter. In der Mitte immer noch mal ein kleines Blei, dass dann dieser Köder doch ein bisschen schneller absinkt. Ja. Das ist sozusagen die Geschichte. Das Ganze angeln wir mit einem Teig. Den kann man wunderschön per Hand rollen. Ich habe ein ganz cooles Tool. Das stelle ich euch auch nochmal gleich vor. Das ist eine ganz coole Geschichte. Aber die Montage ist echt einfach. Es ist simpel. Ja, und ich bin auch sicher, dass wir da erfolgreicher sein werden als bisher. Schauen wir mal. Also generell gibt es dazu nicht so viel zu sagen. Zu diesen ganzen Teiggeschichten, den kennt ihr aus dem Laden. Den gibt es in zig verschiedenen Farben. Was ich generell immer gerne mache, das ist, dass ich zwei Farben miteinander kombiniere. Ob das jetzt rot und schwarz ist oder schwarz und rot und weiß. Das sind so die üblichen, gängigen Farben, die ich immer so dabei habe. Hauptsache man hat in irgendeiner Art und Weise nochmal einen optischen Reiz. Das Zeug stinkt wie nichts Gutes, kann ich gar nicht anders sagen. Aber jetzt zu dem Gerät. Also das ist praktisch wie so eine Art Backform, Plätzchenform für den perfekt geformten Teig. Also ich habe jetzt hier schon mal die untere Lage hingemacht. Man legt dann einfach nur noch ganz stressfrei den Haken innen mit rein,
macht oben nochmal die andere Farbe drauf, schließt das Ganze, presst das Ganze auch richtig schön zusammen. Danach kann man mit wenig Aufwand das überstehende Zeug abnehmen, vorsichtig den Haken rausnehmen mit dem Teig, was ich dann immer nochmal mache. Zusätzlich das nochmal ein bisschen nach außen biegen, aber schaut es euch an, das ist ein wunderschöner geformter Bait, der natürlich wunderschön rotiert, noch einen schönen optischen Reiz gibt, und ich bin mir zuversichtlich, dass dieser Gestank von dem Zeug die Fische auch nochmal zum Beißen veranleitet. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, in verschiedenen Tiefen mehr oder weniger uns fächermäßig hier mal vorzuarbeiten, und wenn da keiner beißt, dann fresse ich einen Besen, das klappt immer im Forellenpuff. Wenn du merkst, die beißen nicht richtig, still auf Spirulina rum, die beißen, versprochen. Wichtig ist auch immer, bevor der Köder nochmal am Boden kommt, den Bügel umklappen, damit praktisch der Spirulino in die Schnur geht und der Köder davon entfernt wird und nicht verknotet sozusagen. Und wenn er jetzt hier langsam einrollt, was mir immer hilft, dass ich nicht so schnell eindrehe bei der... Oh. Schnur lassen, anziehen, Fisch. Oh, verdammt. Fisch versemmelt. Verdammt, das war der erste Biss beim ersten Wurf sozusagen. Das heißt, dass wir jetzt einen neuen Köder brauchen. Also der wurde definitiv abgefuttert. Leute, wir haben die richtige Taktik entdeckt. Was ich aber sagen wollte, ich hole immer gleichmäßig mit dem Finger an der Kurbel die Schnur ein, dann bin ich nicht zu schnell. Wenn du einen Zucker in der weichen Rutenspitze siehst und wahrnimmst, dann musst du die Angelrute Richtung Fisch bewegen. Das heißt, dass du dem ein bisschen Schnur gibst. In der Zeit schnappt er sich nämlich den Köder und schluckt ihn, und dann haut man erst an. Und dann hat man in der Regel den Fisch auch dran. Aber ich habe jetzt gerade das beste Beispiel dafür geliefert, dass es auch anders laufen kann. Aber wir haben den ersten Biss beim ersten Wurf, und das mit dieser Angelmethode, wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. Also bis gleich. So. Also wie gesagt, das ist ein bisschen Backe-Backe-Kuchen-mäßig. Das ist kein Hexenwerk. Das kann jeder. Man kann es natürlich auch mit der Hand formen, sozusagen. Manche nutzen da immer ganz geschickt ihre Handballen. Ups. Aber wenn es was gibt, eine Maschine, das ist doch immer unstressiger. Gleich bleiben gut und die Dinger fangen einfach. Und kannst du auch machen, wenn du mal kalte Finger hast. So. Probieren wir es nochmal. Ganz langsam und soft einholen. Aufs Zuppeln warten und dann Schnur geben sozusagen. Das ist der Move, den ihr machen müsst, und danach könnt ihr anhauen. Bis, Leute. Also man sieht an der Aktion schon mehr, die Rute, die kann richtig was ab. Aber der Fisch ist noch relativ fit. Was immer ratsam ist, dass man nicht unbedingt den Fisch zum Springen animiert, weil er sich dann doch nochmal lösen kann. Drin ist er. GoPro-Videoaufnahme, stopp!
Also eine noch. Dann hätten wir die schnelle Nummer im Forellenpuff auf jeden Fall durch. Also ich wiederhole es jetzt einfach öfters. Langsam einholen mit ungefähr dieser Geschwindigkeit. Falls ihr einen Piss haben solltet, die Rutenspitze so ein Stückchen in Richtung Fisch bewegen. Dann in der Zeit beißt der Fisch und danach könnt ihr direkt anhauen. Und die Trefferquote ist sehr, sehr hoch, weil der den Köder richtig schluckt. Ansonsten ist noch beim... Wow, großer Fisch. Ansonsten ist noch zu sagen, wenn du auswirfst, musst du kurz bevor der Köder praktisch am Wasser aufkommt, den Bügel zumachen. Das hat den Effekt, dass dein Köder sich von diesem Spirulino-Teil entfernt und sich nicht vertüttelt. Und bezüglich des Timings muss man halt sagen, musst halt gucken, ob sie eher oben beißen oder eher unten beißen oder eben im Mittelwasser. Dafür sind diese langsam sinkenden Spirulinos absolut perfekt. Also man kann da wirklich systematisch ein Gewässer abfischen und das auch mit großem Erfolg. Und ihr seid vielleicht nicht immer in einem Forellenpuff, wo gar keiner da ist, sondern wo halt wirklich Druckbefüllung ist von allen Seiten. Müsst ihr darauf achten, Spirulino fängt immer. Das haben wir halt meistens. Nagelt mich nicht fest. So sieht der Köder aus und jetzt schauen wir mal, ob was geht. Also ich drehe mit meinem Finger ganz langsam. Und wenn ihr die Spitze nach, von mir aus gesehen, links zuckt, Schnur geben, Richtung Fisch, in Form, dass ich einfach so mache. Das ist der Plan. Das habe ich gemacht und jetzt könnt ihr die Schnur angucken, ob er ihn genommen hat. Und er hat genommen und jetzt können wir abhauen. Und jetzt haben wir auch einen Fisch dran, Leute. Müsst ihr normalerweise gut gehakt haben. Aber so läuft es mit dem Spirulino-Fischen auf jeden Fall. Also ein schöner Kavenzmann sozusagen. Naja, nicht wirklich. So schaut's aus, das Teil. Also, to be continued. Alright, einen zweiten Fisch haben wir. Jetzt fangen wir noch den dritten. Dann haben wir nämlich die schnelle Nummer im Forellenpuff durch. Dann haben wir nämlich drei Fische und die reichen perfekt zum Abendessen für zwei Leute. Können wir uns schön die Filets rausziehen sozusagen. Und ja, dann haben wir euch ein bisschen was über Spirulino-Fischen irgendwie beigebracht. Ich denke, das war noch eine tolle Geschichte. Aber einen brauchen wir noch. Ihr seid dabei. Bis dann. So, da hinten waren wir noch gar nicht. Ja. Einen noch. Also, ich weiß nicht, wie ich das noch besser erklären kann. Wenn du den Biss dann hast, die Schnur gegeben hast, siehst du noch die restliche Schnur auf dem Wasser liegen. Und wenn die dann abzieht, dann kannst du anhauen sozusagen. Dann hat man Biss. So, liebe Freunde von Angelgeil TV, die schnelle Nummer im Forellenpuff ist zu Ende. Wir haben jetzt innerhalb von einer Stunde drei Fische gefangen, die können wir schön auf den Grill schmeißen. Das werde ich heute Abend auch noch tun.
das Erfolgsrezept von heute war auf jeden Fall das Angeln mit der Spirulino-Rute. Das habe ich euch lang und ausführlich erklärt, was es damit auf sich hat. Es ist echt eine gute Geschichte, speziell im Forellenpuff, wo ein bisschen mehr Angeldruck auch ist. Ihr werdet euch deutlich von euren Mitbewerbern abheben. Der eine oder andere, der stundenlang dann mit dem Blinker, mit Mais, mit was auch immer versucht, oder mit Teig passiv, halte ich gar nichts davon. Also das sind auf jeden Fall die Geschichten, wo ihr euch merken solltet. Im Übrigen freue ich mich, dass ihr zahlreich mal zugeguckt habt. Ich würde mich noch über den einen oder anderen Abonnenten freuen. Ihr bleibt bitte an diesem Kanal dran. Es wird noch das ein oder andere Video zeitnah folgen. Es wird technisch noch besser. Also ihr würdet echt was verpassen und es wäre doch wirklich traurig. Also direkt abonnieren. Es kostet euch nichts. Es ist nur ein kleiner Klick und für mich ist es eine coole Geschichte. Also tut mir den Gefallen und bleibt weiter dran. Bis dann. Haut euch nahe. Geht ans Wasser. Viel Spaß beim Fischen. Und wie gesagt, sauber bleiben. Servus. Uno, dos, tres, cuatro.